Hi Leute, im heutigen Video geht es um meine Anlagestrategien für das zweite Quartal 2024, dass ihr da draußen für die nächsten 3 Monate auch richtig gewappnet seid. 3 Monate sind mittlerweile seit meinem letzten Anlagevideo vergangen und ich kann nur eines sagen, vieles hat sich absolut glänzend entwickelt mit diversen All-Time-Highs. Eine Sache hat mir nicht so gut gefallen, aber darauf gehen wir heute näher ein. Freut euch drauf! Im Speziellen gehen wir heute auf meinen empfohlenen Welt-ETF auf Aktien ein. Des Weiteren auf die Einzelaktie von Nvidia, die ist ja absolut nach oben abgegangen, sowie auf das All-Time-High in Gold und die aktuelle Zinsentwicklung am deutschen Immobilienmarkt. Des Weiteren werden wir noch einen kleinen kurzen Schwenker rüber zu Bitcoin machen, auch wiederum ein All-Time-High. Willkommen und willkommen zurück bei Jeder Euro zählt. Ich bin Steve. Eine kurze Erklärung meinerseits. Leider hat es seit einer Woche kein Video auf meinem Kanal gegeben. Das hat einen einfachen Grund gehabt, also nicht, weil ich keinen Bock gehabt hätte, aber meine Internetleitung hat komplett gestreikt. Also besonders letzte Woche konnte ich gar nicht viel machen. Auch hier mein Hauptjob, sage ich jetzt mal, ist brachgelegen. Das Ganze hat sich dann am Wochenende umgekehrt. Dementsprechend hat wieder alles reibungslos hingehauen. Aber jetzt den Samstag und den Ostersonntag habe ich mir dann auch noch freigenommen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, jetzt zu den Anlagestrategien. Kommen wir unter Punkt 1 zu meiner absoluten Top 1 in Bezug auf eine langfristige Anlagestrategie. Und es geht um einen Welt-ETF auf Aktien, um einen thesaurierenden. Und es geht um das Produkt mit der WKN A1XB5U. Da werden wir eben gleich noch rüberschwenken auf diesen Chart, wie der sich innerhalb der letzten 10 Jahre entwickelt hat. Und der hat eine ganz hervorragende Entwicklung hingelegt, bis hin zum All-Time-High. Egal ob nun als Einmalanlage, aber auch als Sparplan. Ich gehe fest davon aus, ich bin auch der festen Überzeugung, dass über die lange Frist dementsprechend genau dieses Produkt euch richtig Spaß machen wird, wie auch mir in den letzten 10 Jahren. Über Alter und Risikoneigung werde ich jetzt nichts sagen, habe ich schon in vergangenen Videos mehr dazu erwähnt. Falls ihr immer noch Fragen haben solltet, natürlich wie immer gerne hier unten rein. Und jetzt schauen wir uns einfach mal genau diesen gigantischen Chart an. Xtrackers, MSCI World, WKN, wie schon erwähnt, A1XB5U. In Bezug auf Finanzanlagen bitte ich euch auch meinen Disclaimer in meiner Kanalinfo zu beachten. Dieser ETF wurde vor circa 10 Jahren aufgelegt und da ist er bei roundabout 40 € gestartet. Und ihr seht die Kurve, einfach wunderschön, was innerhalb von 10 Jahren bei einem thesaurierenden Welt-ETF auf Aktien möglich ist. Selbst die C-Krise, ihr seht hier diesen, was ja oft tituliert wurde als Crash, das war für mich ein kurzes Hüsteln, sage ich jetzt mal, in meiner langjährigen Börsenerfahrung, konnte der ganzen Kurve nichts anhaben. Und ihr seht sehr, sehr schön, wie es weiter nach oben, oben und oben gegangen ist, bis natürlich im Jahre 2024, jetzt erst vor kurzem, sind wir beim All-Time-High gelandet und wir wurden dreistellig. Eines bitte ich euch an dieser Stelle zu beachten, trotz aller Freude natürlich wegen genau dieses All-Time-Highs. Der Weg an der Börse ist keine Einbahnstraße und viele Jüngere kennen gar keine größeren Crash, wie ich sie schon durchmachen musste und das hat richtig wehgetan. Es kann sehr, sehr gut sein, auch wenn man sich mal die Geopolitik ansieht. Es kann natürlich mal einen riesen Klatsch geben, dass einfach die Märkte um 50% nach unten knallen. Es muss auch nicht heißen, dass sie sich dann wieder innerhalb von weniger Jahre erholen. Deshalb spricht man ja genau bei so einer Alterssorge auch in Aktien-ETFs bei einer langfristigen Strategie. Ihr solltet mindestens 15 Jahre Zeit mitbringen. Kommen wir unter Punkt 2 zu Aktien. Und hier ist mein Rat an euch da draußen. Wir sind schon sehr, sehr gut gelaufen. Wir sind meines Erachtens auch schon relativ heiß gelaufen. Wenn es jetzt unbedingt noch ein großes Investment in Aktien sein sollte, zählt für mich für die nahe Zukunft absolutes Stockpicking. Das heißt, ihr müsst einfach genau überlegen, in was oder in welche Werte ihr dementsprechend euer Geld investieren möchtet. Ich sehe es vielleicht auch zurzeit gar nicht mal verkehrt, etwas Liquidität zu halten oder unter Punkt 3 in ein ganz neues Produkt für viele Jüngere zu investieren. Die Frage, die ich natürlich immer stelle, hier Value oder Growth. Natürlich bei fallenden Zinsen könnte man eher wieder auf den Growth-Sektor aufspringen, aber natürlich durch diesen KI-Hype sind schon viele Aktien genau hier, auch was die allgemeine Technologie angeht, sehr, sehr gut gelaufen.
Wer nun von euch da draußen Aktien als langfristiges Investment ansieht, und das sollte man ja eigentlich auch, bei Big Playern, selbst beim Crash habt ihr nichts zu befürchten. Aber ich weiß ja, der eine oder andere ist so auch so ein bisschen der kleine Zocker. Und dann könnte man vielleicht genau an dieser Stelle mittlerweile an die eine oder andere Gewinnmitnahme denken und vielleicht wirklich mal einfach unter Punkt 3 vielleicht in Anleihen investieren, weil es kommt darauf an natürlich, wie stark und in welcher Zeit natürlich die Zinsen gesenkt werden, aber auf jeden Fall kann man hier das eine oder andere Schnäppchen machen. Schalten wir noch eben kurz rüber zu einer absoluten Top-Aktie, die ist hervorragend gelaufen, zu Nvidia. Nvidia hat natürlich absolut profitiert vom KI-Hype unter der WKN 918422. Und ihr seht es sehr, sehr schön an diesem 10-jährigen Chart. Übrigens, alle Charts heute sind 10-jährig aufgestellt für die Übersichtlichkeit. Und natürlich kann man sagen, boah, wäre ich hier vor ein paar Jahren mal eingestiegen, boah, ich hätte so ein Vermögen gemacht. Ja, natürlich, aber es hätte natürlich auch komplett anders kommen können, man weiß es ja nie vorher. Und wenn ihr jetzt da draußen sagt, boah, scheiße, warum habe ich denn so ein Nvidia nie gekauft, diese Aktien, seid nicht traurig, wenn ihr in einem weltweit anliegenden Aktien-ETF drin seid, habt ihr diese Entwicklung natürlich nicht in dem Maße mitgemacht, aber zumindest zum Teil. Punkt 3, warum denn nicht mal Anleihen kaufen, seien es nun jetzt Einzelpapiere oder auch in ETF-Form? Und ich stehe dazu, das ist mein absoluter Geheimtipp für dieses, aber auch für nächstes Jahr. Es kommt natürlich ganz darauf an, wann die Zinsen gesenkt werden, beziehungsweise in welchem Maße genau diese Zinsen gesenkt werden, hat natürlich auch was mit der Inflation zu tun. Viele sind schon, auch wie ich, kurz- und mittelfristig auf diesen ETF, beziehungsweise Anleihenzug aufgesprungen. Die Frage ist, wie schaut es denn langfristig aus? Und hat mich hier so ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt. Ich war schon kurz davor, langfristig auch einzusteigen, bin es auch schon zum Teil, also ein ganz klein Häppchen mäßig. Das war wahrscheinlich etwas zu früh. Die Zinssenkung hätte ich schon etwas früher erwartet, vielleicht schon zum Ende des zweiten Quartals. Das wird aber, wie wir alle wissen, wahrscheinlich nicht kommen. Ich gehe jetzt mehr vom dritten oder sogar vom vierten Quartal dieses Jahres aus. Es kommt, wie gesagt, nach wie vor darauf an, wie stark denn die Inflation noch sinken wird und natürlich auch noch auf die ein oder anderen Wirtschaftsdaten. Lass uns hier einfach mal abwarten, aber kurz- oder mittelfristig auch in Bezug, weil die Aktienmärkte ja doch schon, also meiner Meinung zumindest, doch schon relativ überhitzt sind, wäre es vielleicht mal überlegenswert, zumindest einen gewissen Prozentsatz auch von seiner Liquidität vielleicht in Anleihen zu investieren. Wenn ihr da draußen nun sagt, boah, Anleihen, damit habe ich mich ja noch überhaupt nicht beschäftigt, ist natürlich auf meinem Kanal auch ein dementsprechendes Video geplant. Das möchte ich aber noch etwas hinauszögern, bis ich sehe, dass dementsprechend so langsam die Zinsen gesenkt werden, weil es ist schon so ein bisschen tricky, weil Anleihen sind was komplett anderes. Also lasst mir gerne ein Abo und ein Like für dieses Video hier und seid immer informiert, auch demnächst über Anleihen. Eine schlechte Nachricht habe ich unter Punkt 4 für die absolut konservativen Anleger. Ausgenommen sind natürlich Leute, die hier für Anschaffung Geld zur Seite legen und auch sich Liquidität aufbauen wollen. Denn natürlich in Tagesgeld und Festgeld haben wir meiner Meinung nach das Peak erreicht. Soll heißen, wenn ihr nun da draußen 100% eures Kapitals genau in diese Anlageform investiert haben solltet, werdet ihr euch im Lauf der Zeit dementsprechend arm sparen. Natürlich ist das Ganze hier noch besser, als zum Beispiel sein Geld auf einem Sparbuch liegen zu haben oder möglicherweise sogar nur auf einem Girokonto oder unter dem Kopfkissen, aber es macht das Ganze ja auch nicht besser. Und umso jünger ihr seid, ihr müsst euch einfach mit Anlagestrategien beschäftigen, weil ansonsten werdet ihr im Alter nie und nimmer mit der Rente alleine hinkommen. Selbst ältere Anleger können genau mit dieser Anlagestrategie Probleme bekommen. Sei es nun, dass die Rente nicht ausreicht, das Vermögen nicht hoch genug ist und die Inflation frisst, bevor ihr gestorben seid, euer komplettes Kapital auf. Es spricht auch nichts dagegen, mit Ende 60 oder auch Anfang 70 noch ein gewisses Risiko zu fahren, dass man natürlich in diesem Alter nicht unbedingt voll mit 100% in Aktien drin ist. Das ist natürlich selbstverständlich und selbsterklärend. Wenn ihr jetzt noch Fragen haben solltet, posten wir gerne unten rein. Kommen wir zu meiner nächsten Empfehlung unter Punkt 5. Und auch hier wiederum ein All-Time-High in Bezug auf Gold. Denkt an meine 10%-Regel maximal, das ist auch wieder meine persönliche Meinung, sollten 10% eures Vermögens in Edelmetalle gesteckt werden. Es ist auf jeden Fall ein gewisser Schutz
Dementsprechend auch vor Crash oder ähnlichen Geschichten, aber nicht zu hoch. Wir schalten gleich auf den Chart um, weil ihr könnt natürlich mit anderen Anlagestrategien um einiges mehr Geld machen, aber als Absicherung ist bis 10% auf jeden Fall in Ordnung. Und natürlich Gold, auch All-Time-High, doch wie wird es hier in Zukunft weitergehen? Kommen wir zum Goldchart und hier seht ihr auch eine beachtliche Entwicklung, aber natürlich gegen einen Welt-ETF auf Aktien ist natürlich Gold abgekackt. Deshalb sage ich auch immer, bis zu 10% kann man Edelmetalle in sein Depot nehmen, aber wenn man natürlich ja auch diversifiziert hat, zum Beispiel hat Gold, Silber und Platin, haben natürlich eine deutlich schlechtere Performance erzielt, als wenn man nur in Gold gegangen wäre. Die Frage ist, wie geht es hier weiter? Ich habe keine Kristallkugel, ich kann es euch nicht sagen. Auffällig sind natürlich die weltweiten Goldkäufe, auch von China. Dementsprechend ist es gut möglich, dass es noch weitergehen wird. Aber lasst euch nicht von irgendwelchen selbsternannten Goldgurus oder Propheten einreden, dass dementsprechend der Goldpreis demnächst irgendwann mal auf 100.000 Dollar steigen wird. Das sehe ich nicht so. Wie gesagt, die Mischung macht's, bis zu 10% ist alles in Ordnung. Mehr würde ich nicht in Edelmetalle, insbesondere auch in Gold, nicht investieren. Kommen wir nun unter Punkt 6 zu Rohstoffen und hier hat sich seit dem ersten Quartal nicht großartig was geändert. Auch hier zählt die Auswahl. Wenn ich hier irgendwelche tollen Trends für die Zukunft entdecken sollte, werde ich euch natürlich im nächsten Quartalsvideo darüber aufklären. Punkt 7, Immobilien in Bezug auf eine Kapitalanlage. Wir gehen hier nicht auf, sage ich jetzt mal, das Eigenheim genauer ein, wo ihr selbst drin wohnt. Ich bin hier eh extrem skeptisch. Ich würde in Immobilien nur als Kapitalanlage investieren. Ich selbst würde immer nur zur Miete leben, weil über die Kapitalanlage profitiert ihr natürlich gleich doppelt. Und ich weiß, das emotional ist für viele da draußen wichtig in Bezug auf Immobilien, aber so richtig lohnen tut sich das Ganze nicht. Langfristige Zinsen fallen am Immobilienmarkt, das ist schon mal eine gute Nachricht. Auch Immobilienpreise sind gefallen. Die Frage ist, sollte man jetzt schon einsteigen? Und das Einzige, was genau hier hilft, das Ganze sich einfach gegenzurechnen. Eben ein kurzer Chart in Bezug auf die Zinsentwicklung der vergangenen 15 Jahre. Ich bitte euch zu beachten, die Sollzinsbindung habe ich hier bei 10 Jahren angegeben. Hier sehen wir es sehr schön, nach der großen Finanzkrise im Jahre 2008 haben wir relativ hohe Zinsen gehabt. Dann natürlich durch die Niedrigzinsphase über ein komplettes Jahrzehnt sind sie immer weiter gesunken, bis natürlich die Notenbanken dementsprechend reagieren mussten und die Zinsen angehoben haben. Hier sehen wir sehr, sehr schön, hier sind wir natürlich nach oben wieder durchgebrochen, bis zu über 4%. Und jetzt langsam gehen wir wieder in den Sinkflug über, in der Erwartung, dass natürlich die Zinsen in den kommenden Monaten sinken werden. Kurzes Statement von mir. Ich derzeit halte nicht allzu viel von Immobilien. Ich war immer so jemand, der hat immer schon drauf geschielt, so nebenbei. Da konnte man auch immer gutes Geld damit machen. Seitdem aber die Ampelregierung hier an der Macht ist, wir gesehen haben, wie schnell es gehen kann, auch mit einem Wert- und Preisverfall wegen irgendwelchen tollen Gesetzen, mit dem sogenannten Heizgesetz, haben sich hier die Zeiten geändert. Und wer weiß schon, ob vielleicht dann in 10 Jahren, wenn das Heizgesetz abgefrühstückt worden ist, viele ihre Häuser zwangsverkaufen müssten und nie dann noch Geld hatten, noch ein Eigentum haben oder ein schönes Häuschen haben. Vielleicht kommt ja als nächstes dann ein Lastenausgleich, weil wir müssen ja die ganze Welt irgendwie finanzieren. Kommen wir unter Punkt 8 zu einer weiteren Empfehlung von mir, Bitcoin. Ich bitte euch zu beachten, maximale Beimischung für jedes Depot bei 5% mehr würde ich hier nicht investieren, weil Bitcoin ist, wird und wird immer ein absolut spekulatives Instrument bleiben und ist meiner Meinung nach nicht für eine Altersvorsorge geeignet. Nichtsdestotrotz hat der Bitcoin wieder auch meiner Erwartung ein All-Time-High erreicht. Lasst uns rüberschalten zum Chart. Auch hier der 10-Jahres-Chart von Bitcoin. Und das hatte ich nun wirklich nicht erwartet, weil ich habe immer Bitcoin als etwas gesehen, was eben auch durch eine zu hohe Liquidität am Markt getrieben wird. Durch die hohen Zinsen hätte das eigentlich nicht so weit kommen dürfen. Aber im Grunde, der Markt hat immer recht. Und vielleicht der ein oder andere Anleger hat halt einfach Furcht, was da alles noch kommen mag. Sei es nun in Bezug auf Immobilien, Versteuerung von Aktien oder hast du nicht gesehen. Und hier ist man natürlich im Bitcoin so einigermaßen autark. Kommen wir eben noch zu meinen drei letzten Punkten, die werden wir relativ schnell abhandeln. Und bleib mir gerne bis zum Ende dran für mein abschließendes Fazit. Diamanten habe ich schon erwähnt, sollte man natürlich nach Einkommensverhältnissen mal genauer anschauen. Wie gesagt, ist einfach zu lagern, einfach auch dementsprechend mal mitzunehmen, wohin auch immer, sollte man sich mal darüber informieren.
Und der Punkt 10, Antiquitäten, Kunst, diverse, auch hier nach Erfahrungen und Einkommensverhältnissen. Ist nicht schlecht, wenn man die eine oder andere Antiquität eben zu Hause hat, sollte man sich damit auskennen. Auch bei Kunst dementsprechend können auch hier dementsprechend Wertsteigerungen erfolgen. Hier sollte man sich aber definitiv damit auskennen. Und zum Beispiel derzeit auch sehr, sehr en vogue sozusagen ist zum Beispiel Whisky. Sich einen guten Whisky zu kaufen, den einzulagern für die nächsten 10 oder 20 Jahre, kann man auch Geld damit machen. Im Gegensatz dazu, die alte gute Briefmarkensammlung, da haben viele doch jetzt ein schlechtes oder, sage ich jetzt mal, nicht so schönes Erwachen gehabt, besonders auch die Leute, die vielleicht hier Briefmarkensammlungen geerbt haben. Oft werden Preise hier angegeben, die am Markt, also am freien Markt, definitiv nicht zu erzielen sind. Und der Punkt 11 noch Private Equity, Beteiligungskapital. Und hier kann ich immer wieder sagen, ab 1 Million Euro. Wenn man sich auch mal damit noch beschäftigen, wenn es euch interessieren sollte, könnt ihr mir gerne unten reinschreiben. Aber ich denke mal, für die breite Masse mache ich ja diesen Kanal hier. Und ganz ehrlich, was Beteiligungskapital ab 1 Million angeht. Ich glaube, das sind nicht ganz so viele von euch da draußen. Aber vielleicht werden wir auch mal hier näher drauf eingehen. So Leute, das war mein Anlagestrategie-Video für das zweite Quartal 2024. Ich hoffe, ihr konntet die notwendigen Informationen rausziehen. Und ja, das eine oder andere Thema habe ich etwas mehr behandelt, das eine oder andere Thema etwas weniger. Ich habe es nach Prioritäten geordnet, weil das ist mein Weg der Kapitalanlage und ich hoffe dennoch, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr darüber hinaus noch Fragen haben solltet, posten wir wie immer gerne hier unten rein. Vergesst mir nicht das Abo, nicht das Like. Für euch zum Ende nochmal wunderbarste Euros. Bleibt mir treu, werdet mir treu. Bis bald, euer Steve.